ich denn nicht vielleicht sogar noch mehr Zeit, wenn die Lava gerade verschwindet, dass ich dann noch irgendwie springen kann? Wäre irgendwie interessant zu wissen. Oh, ich habe wenigstens rübergeschossen gekriegt. Muss ich nicht nochmal sinnlos nach unten latschen. Komm, ich sammle jetzt alle Münzen ein. Vielleicht bringt mir das Glück. Oder Skill, ich weiß es nicht. Komm, so hoch bin ich nun wirklich nie gesprungen. Alter, grinst der echt zu Grinsebacke. Ja, ja. Ich weiß. Ich soll mich im Schuh verstecken. Ich bin ein professioneller Schuhverstecker. Manchmal fülle ich auch Schuhe. Das mache ich jedes Mal am 6. November. Dezember. 6. Dezember, genau. Das sind dann meistens auch so eine roten Schuhe hier. Die. Genauso wie der Rokito-Schuh oder ne, Podobo-Schuh. Wie komme ich auf Rokito-Schuh? Das ist ja nun wohl völlig der falsche Name für völlig das falsche Spiel. Für völlig die falsche Situation. Items. 1, 2, 3. Zu früh. Ich krieg's nicht hin. Das Timing ist zu hart. Wobei, sag mal, muss ich das eigentlich timen? Oder stelle ich mir einfach nur so retarded an? Das kann nämlich auch sein. Das muss ich jetzt gleich mal austesten. Das werde ich auch gleich mal austesten. Wenn das jetzt der Fall ist, dann schäme ich mich in Grund und Boden. Also bereitet euch darauf, dass ich mich schäme. Bereitet euch darauf vor, dass ich mich schäme. Es ist doch nicht wahr. Okay. Ich schäme mich jetzt im Grund im Boden. Dafür muss ich mich noch mehr schämen. Oh mein Gott, ich brauche nur ein einziges Mal Timing. Es ist nicht mal so, dass ich da zweimal timen muss. Nein, ich muss nur einmal timen und dann ist gut. Beim letzten kann ich einfach sagen, jo, ich bin jetzt rübergekommen und jetzt springe ich einfach direkt weiter. Aber der feine Herr Ozuma, das bin ich, ist halt ein riesengroßer Blödmann. Das bin auch ich. Und deswegen komme ich auf solche dummen Ideen nicht sofort. Ich will gar nicht wissen, wie Final schon vor dem Video saß und sich dachte, boah, warum wartest du da jedes Mal? Das ist viel einfacher, wenn du da das machst. Meine Fresse, bist du doof. Und ich denke mir jetzt so, ja, hast recht, ich bin wirklich total doof. Ja, genau, platziere es rechts hin, weil ich muss ja auch links hin. So... Oh Mann, lass mich da durch. Er hat auch. Da 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 da. Muss eigentlich schon wieder fast ein Leben kriegen. So. Wow. Was war das? Fragt besser nicht. So. Warum mache ich das jetzt nicht gleich so? Ich wollte schon wieder mit dem Rokito-Schuh.
Ja. So. Trampolin platziert. Hochspringen und nicht zu hoch. Merken. Okay, dasselbe Prinzip. Kein Problem. So. Jetzt kann ich den Schuh nicht mehr brauchen, weil sonst komme ich nicht hier hoch. Okay, Boss-Tür. Und es wird höchstwahrscheinlich wieder so ein haufenweise Viecherkampf sein. Wo bin ich? Wo bin ich? Okay, da. Hä, ich kann ihn nicht abballern? Doch. Stand wahrscheinlich einfach bloß doof. Ja, und ich hatte übrigens recht, es ist wieder so ein Haufen Viecherkampf. So, hatte ich das gerade schon erwähnt? Feuer, 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 Feuer. Ich bin die blaue Feuerwehr. Ich stifte Feuer an, statt zu löschen. Und ich hatte recht, es ist auch Luigi. Vielen Dank für deine Rettung. Bowser scheint dieses Mal wohl triumphiert zu haben. Ich frage mich, ob Mario noch lebt. Wir müssen uns auf die Suche nach ihm machen und die magischen Sterne finden. Ich vermisse meinen Bruder so sehr. Ich habe ja schon 3. Okay. Dann kommt jetzt bestimmt Luigi-Verwandlung. Ja, habe ich mir doch gedacht. Das ist auch gut so, weil ich möchte meinen Toad nämlich am besten mit dem Feuerball behalten, wenn ich ihn dann einsetzen darf. Luigis Verwandlung, jetzt die Erklärung. Luigi kann etwas höher springen als die anderen Charaktere. Auch kann er einen Spin-Jump ausüben, auf Yoshi reiten und in einen der Schuhe schlüpfen. Ich bin Luigi! Luigi-Tang. Okay. Schneeberge, das gucke ich mir noch an und dann werde ich wahrscheinlich die Aufnahme beenden. Wow. Ist das jetzt hier rutschig? Der Boden ist nicht rutschig. Der schon. Okay. Bumm. Der sieht rutschig aus, ja. Ich muss wissen, was rutschig ist, weil da es nur bestimmte Stellen sind, ist nämlich wichtig für den Anlauf, den ich habe. Mit der alternativen Sprungtaste kannst du Spin-Jumps ausführen. Damit kannst du auch auf Gegner springen, auf die du mit einem normalen Sprung nicht springen kannst. Ja, das ist mir bewusst gewesen. Ach so, weil jetzt keine Mario-Elemente verlangt werden. Erstes Level Kaiser Mario. Lerne auf einen Spiny zu spinnen, jumpen. Wow. Okay. Oh, da oben sind Hammerbrüder. Oh, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Die wollen mich trollen. Die Bastarde. Aha, jetzt kriegt ihr es aber. Ich habe eine Eisblume. Ich kann meinen... Wirft der Schieß der Schneebälle? Scheint echt so. Oh nein, das ist doch nicht wahr. Habe ich ernsthaft meine Eisblume schon am ersten Hammerbruder verloren? Naja, wenigstens bin ich trotzdem durchgekommen. Ich hoffe, die Eisblume wird nicht noch verlangt. Mittelpunkt. Okay, dann kann sie nicht verlangt werden. Verlieren... Verliere die Macht des Feuers nicht, sonst wirst du nicht weiterkommen. Okay, das ist ein guter Hinweis. Ein Höllen... ein... Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich bin ein dunkler Magier, ich hab grüne Feuer... Grünes Feuer.
irgendwie wollte ich mir das nämlich ja nicht antun. Ich hatte Angst, dass ich da nicht richtig drauf lande. Ich hatte gehofft, dass da irgendwie... Okay. So, die Münzen sind mir erstmal blöderweise komplett egal. Wow. Aber dies ist mir nicht egal. Komm, verpiss dich. Tschüss. So kann man auch sterben. Absturz. So, aha, hier komme ich nämlich nicht weiter ohne die Feuerblume. So. Das dauert jetzt erstmal eine Weile. Ich könnte erstmal einen Kaffee trinken oder sowas. Oder euch einen Tee machen. Mal noch eine Zeitung lesen. Ein paar gute Witze oder sowas. Und ich bin durch. Aber weil ihr ja gerade schon angefangen habt, das heißt nicht, dass ihr aufhören müsst. Schließlich heißt es ja nicht, dass es jetzt vorbei wäre. Nein. Ihr könnt weiterlesen, es ist noch nicht vorbei, also es ist noch, wird noch nicht spannender. Ich muss mich immer noch um dieselbe Sache kümmern. Die ganze Zeit Münzen aus Eisblöcken befreien und sowas, dann einsammeln und weiterlaufen. Es wird sehr, sehr spannender Fortschritt sein. Eigentlich wollte ich das Level nur angucken, das ist schon der zweite Versuch, ne? Aber weil ich halt den Mittelpunkt erreicht habe, dachte ich mir, ach komm, Westen, machst du gleich noch weiter. Wow! Irgendwie will ich das Level jetzt trotzdem nochmal weitermachen. Ich hab Bock. Und wie gesagt, das ist ja nicht umsonst das LP, wo ich aktuell am meisten Spaß dran hab. Sunshine würde mir auch, wie gesagt, Spaß machen. So richtig schön viel Spaß machen, wenn das klappen würde mit dem Sound und alles. Oh, komm, ich spring da jetzt am besten geduckt. Ich glaube, das ist klüger. Kann ich überhaupt geduckt springen? Ja. Okay. Yeah. Ja, das bringt mir aber nichts. Okay, das mit dieser Sprung ist echt schwierig. Wenn der Block ein Stück weit unten wäre, wäre es leichter. Ich da eigentlich auch, ja, ich kann auch direkt runterspringen. Oh! Luigi springt doch so leicht so hoch. Das macht es halt echt nicht easy. Moment, kann ich im Sprung ducken? Ja. Okay, dann geht's vielleicht. So, ich will jetzt direkt da runter. Okay. Yay, so habe ich es geschafft. So, jetzt kommt erstmal wieder gleich die spannende Passage. Vorher muss ich mich aber noch um ein paar Koopas kümmern. Die mich hoffentlich nicht fertig machen. Wow. Das brauchen die Koopas gar nicht. Die Koopas brauchen mich nicht fertig machen. Ich mache das schon selbst. Erfolgreich. Alter, ich bin so schlecht. So. Aber für den Sprung habe ich jetzt eine Taktik. Das ist ganz gut. Ui. Okay. Stopp. Na ja, super. Genau so habe ich mir das natürlich vorgestellt. Genau so und nicht anders. So, du kannst leben bleiben. Ich bin ja kein Tierquäler. So. Jetzt kommt übrigens wieder die spannende Passage. Also für alle Leute, die ihre Zeitung noch nicht fertig gelesen haben oder ihr Harry Potter Buch, packt es aus, ihr habt jetzt Zeit. So. Ach. Ich will möglichst nicht so nah an dem Monster sein. So, nach den 100 weiteren Seiten des Harry Potter Buchs, den ihr gerade jetzt gelesen habt, bin ich jetzt fast durch. Ihr könnt also jetzt wieder auf den Bildschirm gucken, wenn ihr überhaupt zuguckt und nicht nur als Radio mir hier zuhört, weil ich sowieso die ganze Zeit noch faile und praktisch nichts Neues passiert.
Aber jetzt komme ich doch tatsächlich zu einem Fortschritt. Also ich habe jetzt gerade Fortschritt. Also ihr könnt gucken. Es ist... Es war spannend. Ja, es war tatsächlich mal ganz kurz spannend. Warum gibt es hier einen Rückweg? Was ist da oben? Ich weiß, da war gerade das Ziel, aber... Genau, hier ist nämlich ein Secret-Leben. Her damit. Auch wenn ich genug Leben habe. Oh. Na egal, ich habe jetzt nur einen Pilz verloren. Ziel! Ding! Ach komm, ich gucke mir auch das nächste Level noch an. Eisige Höhlen. Das waren jetzt gerade die Schneeberge, ne? Hui, ein Pilz. Hurra! Wow. Yeah. Okay, er schießt gleich doppelt. Hä? Wieso schießt du nicht doppelt? Oh, na genau, mach's dann, wenn ich nicht drauf vorbereitet bin. Okay. Oh, das hat auch eine Anlaufzeit. Das ist unfassbar. Luigi muss erstmal den Motor einschalten, wenn er läuft. So, komm. Ja, wieso bin ich so schlecht? Okay, komm. Stirb. Hurra. Kann die Blume mich überhaupt direkt abzielen? Okay, jetzt muss ich skillen. Oder ich werde die Viecher einfach ignorieren, wisst ihr was? Mach mal lieber das. Geht's hier rein? Nö. Hilfe, Krabben! Die Ninjis machen mir weniger Angst als diese Fliege da. Aber die Fliege hat sich von selbst verpisst. Von daher ist sie weggeflogen. Es ist jedes Mal die andere Seite. Immer der, die, auf der ich nicht stehe. Gut. Wie gesagt, wir haben gelernt, einfach ignorieren. Ist klüger. Dann behalte ich auch nämlich. Komme ich auch dann No-Hit durch. So. Bams. Das mit den Eismechaniken ist echt schwierig. Durch das Eis mache ich nämlich. Hakligere Bewegungen. Oh, das musste ja passieren, ne? Kopfstoßen. Das liebe ich auch in Mega Man. Nebenbei verhöhnt mich die Zahlen Skype immer noch. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum ich dann wahrscheinlich gleich aufhöre aufzunehmen. Weil ich halt eine Aufnahmepause machen möchte. Ich glaube, das wird sich ewig so hinziehen, dass ich bei einem Mario-Spiel irgendwie niemals eine riesige Aufnahmesession mache. Wann habe ich beim letzten Mal beim Mario-Spiel eine riesige Aufnahmesession gemacht? Ich glaube, das war das letzte Mal in Super Mario Bros. 3 und das war ein Together. Und da war ich dann am Ende richtig genervt.